Schönen Zockertag wünsche ich euch. Willkommen zu einem neuen von Hero Zero. Und Leute, weil es so spät kommt, die Praktikum dauert es länger. Und danke für die 1000 Euro, die ich davon ihm bekomme. Also, heute. Es ist spät geworden, weil das Praktikum heute mit der Altenpflege war, war stinklangweilig, Leute. Es war total langweilig. Echt. Die alten Menschen da, ich konnte nicht mit denen reden, weil ich normalerweise mit der Frau, die ich einer hingehe, nicht da war, weil die mir niemanden vorgestellt hat. Ein paar Leute waren sehr offen, aber die haben auch bloß gesagt, ich bin ein Junge, der da sein muss und irgendwie gequält wird, hat mir ihn einmal gesagt. Und sagt so, hallo Junge, hallo, Mann, wie sag ich das jetzt? Hallo, mein Name ist Elias, habe ich dann so gesagt, zick, zack, als Maul. Und gesagt, mein Name ist Elias, ich bin hier als Praktikant und würde gern von Ihnen erfahren, hat mir ein bisschen was über Sie erzählt, was Sie gern isst, was Sie gerne macht. Hat er ein bisschen so gefragt. Also, Junge, willst du das hier machen oder? Da habe ich natürlich gesagt, natürlich will ich das machen. Ich bin gern mit alten Menschen zusammen. Hat so gesagt. Dann. Ich bin eigentlich gerne mit alten Menschen zusammen. Die können mir immer so ganz lustige Sachen erzählen, Leute. Kennt ihr das? Wenn ihr ein alter. So ein alter Mensch. Das sind meistens, in diesen blöden Kraft hier, die, an dem wollen wir noch was jetzt machen. Ich will mal noch kurz die Geschichte erzählen, also nehme ich eine Quest. So. Also wenn ein alter Mann auf dich kommt und sagt, wollt ihr das wirklich mal? Ich hatte so gesagt, na klar, ich bin gern hier beim Praktikum und bin auch gern für sie da, wenn sie es wollen. Oh Gott, haben sie bescheuert angehört. Ich bin hier immer da, nehme ich. Ich bin da. Aber jedenfalls war das denn so in der Art, dass ich in die Küche musste. Die haben da Kuchen gemacht, haben dort vorgelesen. Die haben da so ein Lied gesungen wie Kaffee, Kaffee, Kaffee. Diese alte Leute, die können nicht wirklich mehr so Hardcore-Lieder singen wie, keine Ahnung, wie Love Me Like You oder sowas. Was gibt's denn? Irgendwie was von One Direction oder sowas. Die kann die sicher nicht mehr singen. Deswegen habe ich auch so gedacht, meine Freunde, meine Damen und Herren, Sie haben ja auch einen guten Fang in dieser Klinik gehabt. In diesem, das ist ja keine Klinik, in diesem Reservat, in dem Sie Spaß werden wollen, haben Sie gesagt. Und dann saß ich in den ersten Moment mit meiner Mutter erstmal da am Raum. Es war mir natürlich ein bisschen peinlich, weil da Frauen und so weiter. Ich kannte ja niemanden. Ich saß da so wie ein Schluck Wasser. So, in der Art, mit Hände voll, Kantinanten, da kam Reiko rein, kam ein Typ rein, ich weiß gar nicht, ob er so hieß, kam so rein, sagt so, hallo, also das war ein bisschen gleich bei der Davis Jones, meine, hatte ein bisschen hier, komische Sachen, ja, dann, hatte also dann, der hat dann nach Sachen gefragt, sowas. Also die meisten Leute, die waren so eigentlich sehr nett. Aber eher alte. Ich glaube, ich spuck dich gleich an. So, wir müssen ja ein bisschen hier die Scheiße weiter spielen. Was? In Gold 1? Oh, das aber, der hat immer so viel. Also jedenfalls war es dann immer so, dass es sehr langweilig war. Tischdecken, Kuchen essen, 2 Stück, musste man immer machen. Kamen die Leute ein bisschen an der Reihe. Ich weiß nicht, woher ich die kannte, aber ich habe uns angeguckt. Ich denke mir so, ich kenne die doch irgendwoher.
denkt, dann sage ich so, keine Ahnung, da ich weiß nicht. Also ich wusste es ja nicht mehr, weil ich die kannte. Aber jedenfalls ist kalt. Kannte sie irgendwoher und kam mir dann so vor, ich muss denn damit machen oder so. Also habe ich die meiste mit ihr geredet, was ich an der Schule so mag, was ich an der Schule scheiße finde, lernen ist, was für. Egal. Wie gesagt, was ich später noch machen will. Das ist sehr edelhaft finde, was die Leute hier alles tun. Mich hat immer schon interessiert, was die da gemacht haben. Und ganz im Geheimen, ich wollte niemals in meinem Leben, niemals alten Betreuer werden. Alten Betreuer, ich muss das Ladekabel anschließen. Gut. Dann. Gut, Leute. Also, habe ich mir dann so gedacht, tja, wird ja noch nicht besser. Ich bin ja morgen dann woanders. Sie haben ja 4 Dienststellen, die so für meine Mutter gearbeitet hat. Bin ich morgen da. Bin jetzt die ganze Woche da, weil das ist von unserer Schule abgesehen. So, dann legen wir mal los. Aber ich wollte aber so viel davon erzählen. Ich kann es eigentlich nicht anders sagen. Wir sind hingefahren. Mein Bruder musste den so ein Ding. Ich muss erstmal so lachen, weil er solche Vollidioten hingegangen sind. Leute, da war ein Typ, der war 19 Jahre alt und ist dann gegangen. Mein Bruder ist 16. Und ich werde heute schon mit 16 noch weiter sein. Weil ich ja den Schulabschluss mehr habe. Jedenfalls, damals, was ich da getan habe, was ist dieses Bild hier so scheiße? Was ist damals. Habe ich so viel Kraft? Nee. Was ich damals getan habe, ist total relevant gewesen dafür. Jedenfalls, wie ich beim Vorstellungsgespräch war, hat auch nicht viel ausgenützt. Leute, da heißen die alle gleich. Wir kommen so vor, als bei den YouTubern auch alle gleich hießen. Aber ich könnte ja Bergmann. Ja, Bergmann, habt ihr ja schon bei Angelo gehört, dass der macht. Ja, du hast schon Gipfelstürmer für Rap für Arm und Sehschwache. Und nein, für YouTube, und der heißt mit Vorname Tim. Dann gehen wir mal zu Touch Max. Touch Max heißt Max. Da hört man ja schon. Concrete heißt Max und Hand of Blood heißt Max. Das kann doch kein Zufall sein. Doch, es ist. Das ist der totale Zufall. Es heißen zu viele Leute Max einfach. Was soll ich denn da sagen? Wenn ich damit mein Elias ankommen würde, so, hallo, mein Name ist Elias, ich würde kaum was tun. Oder zum Beispiel, machen wir weiter mit. Den beiden Felixen. Rotpilz und Dena. Dena ist natürlich bekannter, deswegen kann man ihn mehr als Felix. Deswegen. Ist eigentlich nicht so. Wen gibt es denn noch? Simon? Also Simon. Unge ist nur einmal. Das finde ich auch sehr toll, dass es ihn nur einmal gibt. Ich hatte doch noch ein paar Leute. Felix heißt so. Weiß ich nicht, was. Also, Concraft heißt Luca. Ist euch auch aufgefallen, der macht kein Minecraft mehr so richtig. Er hat jetzt immer nur diese ein Faktenvideo. Dort mache ich eigentlich die Leute über gar nicht. Deswegen ist aber meine Videobeschreibung immer so vollgepimpt mit den ganzen Sachen, die ich machen will. Deswegen spielen mir fast nie Let's Play Clash of Clans. Aber das ist hier gerade ein Let's Play, was ich hier gerade mache. Weil das ist ja was anderes. Das ist ja das ganze Spiel, was ich mache, ist die genaue Niederlage. Und die ohne Niederlage ist einfach bloß die Rolle, bis ich, Rapsen mit 10 Bit, Overpowered Bit, alles fertig hab. Denn dann ist Sieg und Niederlage geschafft und wenn ich vorher aufhöre, ist Niederlage. Ich bin dabei so geklingt, so gegangen, wo ich dieses Ideen gefunden hab. Wollen wir. Stürmer vielleicht Chris
muss man zuhören, Leute. Da hat man sehr viel raus. Also, weil ich auch gerade, weil ich ja nicht mehr schaffen, ein Video zu machen, weil ich heute zu spät nach Hause gekommen bin. Ich habe mir gesagt, ich muss nicht so ein Video machen. Hab dann aber die Sache, die ich machen wollte, also FIFA-Demo runterladen, nicht mal geschafft, weil es nicht funktioniert hat. Das hat mich gerade richtig angespuckt, aber jetzt mache ich erstmal gleich eine Thumbnail fertig und schneide es kurz. Dann sind wir auch mit dem Video fertig. Weil ich den schnell hochladen. 59 und das sind. Ich brauche jemanden mit weniger Kraft. Der hat ganz schön viel Kraft, den schmeiß ich weg. Also finde ich auch hier so mit vom Design schöner. Aber den letzten Auftrag so. Er ist leider okay, das heißt Dominik. Wie wenn Dominik war aus der Schule. Auch gesagt so Dominik, Dominik, Dominik. Zombie weiß ich gar nicht. Natürlich Darky, GLP. Ali mit dem Namen Manuel. Broken Sums Manuel. Also da finde ich, der zweite, wie heißt der? Ich komme gerade nicht drauf. Malte. Ist, den gibt es überhaupt nicht den Namen. Das finde ich toll daran. Dass er davon gar nicht so heißt, dass es man kann, aber Doppel-M. Ich weiß gar nicht, wo der Broken Sums herkommt. Jedenfalls, ich finde die beiden sehr lustig. Die sind total gut. Also echt, ich habe immer so ein Video auf mein Handy gehabt, da hat Manuel total bescheuert gelacht. Total bescheuert. Total bescheuert. Das finde ich aber total gut, weil es war doof. Oder wo die verarscht haben. Habt ihr die gesehen da? Die gesagt haben, hab mit dem, ja, mit den zwei Japanern und, hab ich gesehen mit den zwei Japanern und, Dena, nee, Felix, oder wie er auch hieß, wie sie es eben geschrieben haben. Hat gar keine Setteile dabei, ist ja total kacke. Das ist jetzt eine 59er. Das hier eine 59er. Wie viel hat das? Das hat wieder Kraft und Ende muss weg. So, dann werde ich mich schon wieder anziehen. Die Kraft ist gut zurückgegangen, Leute. Damit kann man leben, damit kann man leben. Wenn wir eine gute Quest zum Ablegen. Die geht schon. So, Leute. Das war die nächste Folge, die 10. Folge, die Spezialfolge von Hero Zero. Heute wollte nur diese Folge kommen, weil ich, wie gesagt, keine Zeit hatte. Jetzt hier noch den schneiden werde und dann auch gleich hochladen werde. Damit es schnell geht. Ich gleich noch die Frauen bei FIFA 16 anspielen werde. Wie gesagt, ich bin ja totaler Frauenfußballfan. Finde auch die Männer sehr cool, aber ich finde die Frauen schon etwas cooler. Aber davon dürfen wir immer mehr nicht reden, weil niemand mag wirklich die Frauen. Ist aber egal, Leute. Es geht nämlich nur um Hero Zero. Leute, ich schnell Schuss und sag, wie geht dir die Aufnahme los? So einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schönen Zackertag. Und dann wünsche ich euch ein schönes Schüsseldüssel zurück.